Ordnung? Das ist Nestors Dolch, den ihr habt. Ich habe gesehen, wie er ihn einem Anker in den Panzer rammte, bevor er ihn runtergezogen hat. Hier, nehmt diesen Edelstein. Wir wollten ihn nicht hier in der Stadt versetzen, bevor er es anfing, so schief zu gehen. Wir wollten ihn hier in der Stadt versetzen. Seine Mama wird euch richtig dankbar sein. So, jetzt. Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Quink gab mir für die Bergung von Nestors Dolch einen Edelstein, den er mit Nesta eigentlich verkaufen wollte. Mit dem Dolch hat Nesta vor seinem Tode noch einen Ankeg niedergestochen. Ein Schandon. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum Oberflächenbewohner kümmern. können so dumm sein. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, hier wuselt einer Ich werde mich rum. im Da brauchen Handumdrehen wir darum kümmern. nicht Zeit Wir brauchen nur verschwenden. zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Naja, noch eine schöne Taverne. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Hier würden es links und rechts hochgehen. Wie wär's mit einem Whisky? Abend im Hemm und Unhalt erwartet euch eine flinke Bedienung und Stunden der Entspannung. Ihr habt bestimmt gehört, dass bei uns Speis und Trank ein wenig mehr kosten als in anderen, weniger gut angesehenen Gasthäusern in der Stadt. Das ist wohl wahr, doch ich bin stets bestrebt dafür zu sorgen, dass ihr auch erhaltet, wofür ihr zahlt. Kann ich etwas für euch tun? Gib mal ein Immermet aus. Was ist mit euch hier? Ihr trinkt doch ein Gläschen mit Gorpelhind und seiner Gruppe der fröhlichen Gaukler. Ihr benötigt etwas, Fremde? Hallöchen, Abenteuerkollege. Trinkt ein Gläschen mit Gorpelhind und seiner Gruppe der fröhlichen Gaukler. Bei mir sitzen Farlok, der furchtlose Topin, der wilde Waldläufer und Nellik, der listige und teuflische aller Diebe. Wir schulden ihnen Geld und geben ihm daher einen guten Namen. Doch nun ist Schluss mit diesen lahmen Vorstellungen. Setzt euch an die Theke und erzählt uns etwas von den jüngsten Abenteurer. Wir sind, wir sind durch den Mandelwald gezogen und haben uns dort durch jede Ebene einer bewachten und geheimen Mine gekämpft. An jeder Ecke standen Magier, warfen Blitzstrahlen und Feuerbälle mitten in unsere Gruppe, traten danach durch ihre Dimensionstore, um ihre Angriffe von einer anderen Flanke fortzusetzen. Ja, wir hatten Verlust und es floss Blut, doch ich schwelge immer noch in Erinnerung. Eine geheime Mine im Mantelwald, die tat ganz schön dick auf und es bereichert uns, euch zuzuhören. Ihr dürft euch als Ehrenmitglieder der fröhlichen Gaukler betrachten. Möge das Bier und die Freundschaft in diesen heiligen Hallen stets im Überfluss vorhanden sein. Sprecht einen Trinkspruch für Brennoir, ihr Besoffenen, und für die sympathischen Leute, von denen wir jetzt umgeben sind. Ich poliere dir mal so richtig Worum die Fresse, geht es dann diesmal? Hast du ausgelacht. Macht Platz für Gettrick und die Reißer vom Unterberg. Wenn ihr tatsächlich die Reißer vom Unterberg seid, könnt ihr euch euren Weg selber bahnen. Ich trete nicht für gemeine Großmäuler beiseite. Ja, wir sind angedrungen. Niemand darf sich zwischen die Reißer und ihr Bier stellen. Zieht eure Waffen, Männer. Wir müssen etwas Abfall beseitigen. Ja? Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Okay, damit habe ich jetzt auch wieder nicht gerechnet. Okay, dass Safana festgehalten ist und ich gefiert bin und sowieso alle. Ich könnte Tensors fliegende Verbände wirklich gut gebrauchen. Wir haben wieder keinen Quick Save. Achso, das war hier drin. Hm.
Na gut, wenigstens müssen wir nicht alles nochmal machen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja? Ja? So. Das kannst du näher alles. Wie kann ich... Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ja, Quinns Haus. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Gott, Quinn, mach auf. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Quinn. Irgendwas nicht in Ordnung? Irgendwas nicht in Ordnung? So. Schon ist in den Reichen ein anderer Name für Natrolit. Naja. Interessant. Ja, wie ihr wünscht. Für euch. Aber natürlich, Schätzchen. Wenn das euer Wunsch ist. Gut, dieses Haus nochmal. Aber natürlich, Schätzchen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. Worum geht es diesmal? Blutiger werden, als ihr es euch vorstellt. So, da reden wir mal mit ihm hier. Ich polier dir mal so richtig die Fresse, dann hast du ausgelacht. So, die halten sich für die Größten. Ja? So, erstmal müssen die blöden Magier weg. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Okay, Kegel ist gestorben. Und ich habe vergessen, ein Quicksave zu machen. Mist. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ja? Worum geht es diesmal? Alles wegen des lieben Geldes. Normaler Dolch, eine Feuerschutzrobe. Ihr braucht nur zu fragen, ja? Ihr braucht nur zu fragen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier. Wie ihr wünscht.
Also ja, das versuche ich dann in der nächsten Aufnahmesession nochmal richtig zu machen. Ja, wenn das euer Wunsch ist. Aber natürlich, Schätzchen. Mit Vergnügen. Weil langsam ist es ein bisschen absurd geworden. Wenn das euer Wunsch ist. Aber natürlich, Schätzchen. Oh Leute. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. Irgendwas nicht in Ordnung? So. Ihr Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Ihr braucht nur zu fragen. Jetzt ist unser Ruf wenigstens wieder auf 10. Flächenbewohner können so dumm sein. Naja, gucken wir uns erstmal im Rest der Stadt um. Hey, Freund! Du, das ist pfundig, so eine feine Seele zu treffen. Ihr habt die gehörte Ratteherzöge, ja. Keine Politik interessiert mich nicht. Das ist Dekrodels Haus, genau. Aber natürlich, Schätzchen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier sind, glaube ich, noch zwei Häuser, in die wir einbrechen können. Sogar drei Häuser. Ja, und dann können wir nur noch hier oben rein. Also gehen wir noch die drei Häuser abklappern und mit Dekrodell reden. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen. Okay, hier drin wohnt jemand. Ihr braucht nur zu fragen. Im Feldports Wirtshaus in Berikos logiert ein fetter Mann namens Algeron. Er bewahrt in seinem Zimmer einen Umhanghaufen. Ich brauche euch, um den Umhang zu entwenden und ihn mir zu bringen. Ihr sollt eine hübsche Belohnung dafür bekommen. Verschont, wenn möglich, sein Leben. Nehmt ihm lediglich den Umhang ab. Algarons Umhang, hä? Ein dicker Hammer wird die Banditen. Habt ihr Algarons Umhang mitgebracht? Nein. Der Zwerg Falkas möchte, dass ich an einem beleibten Herrn namens Algaron den Mantel stehle. Algaron hält sie zurzeit im Feldpost Wirtshof in Berikost auf. Falkas wartet im Nordwestteil von Waldorstorf die Übergabe des Mantels. Worum geht es diesmal? Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Aber natürlich, Schätzchen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. So, sonst ist nichts hier. Wie ihr wünscht. Für euch. Aber natürlich, Schätzchen. Oh, das ist mal interessant. Natürlich, Schätzchen. Die Geschichte der Zentarin, das brauchen wir nicht. Die Geschichte der westlichen Herzlande brauchen wir auch nicht. Die Geschichte von Ulgard brauchen wir auch nicht. Wenn das euer Wunsch ist. Ich diene der flammenden Faust. Wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich helfen? Raus hier. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Es hat sich unser Ruf wieder auf 9 verschlechtert. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Wenn das euer Wunsch ist. Halskette. Nichts. Geschichte des Mondsees brauchen wir nicht. Wir brauchen den Einhornlauf. Wenn das euer Wunsch ist. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
Gut, jetzt würde ich aber sagen, bevor wir in das Haus hier reingehen, werde ich erstmal richtig speichern. Das ist jetzt Let's Play 023. 023. Speichern. Und dann gibt es hier erstmal einen Cut. Bis gleich.